alle Jahre wieder. In den Kirchen, in den Zeitungen, im Rundfunk, in den Reklamen, in den Schulen erfahren wir es. Wir leben jetzt in einer sehr schönen und freudigen Zeit. Wer kann uns mal von sich aus etwas dazu sagen? Bärbel. Wir leben in der Adventszeit und da bereiten wir uns vor auf Weihnachten und freuen uns. Wir freuen uns auf Weihnachten, hat sie gesagt. Ja. Ich freue mich, weil meine Oma aus Berlin kommt und weil nun schon vor Weihnachten ist und wenn dann die Kerzen angezündet werden vom Weihnachtsbaum, wenn wir dann in die Kirche gehen. Und da habe ich schon ein paar Mal das Schlüsselloch vorher geschaut. Ja. Weil man das doch nicht erwarten kann. Jemand hatte etwas sehr Schönes gesagt. Von einer Himmelswiese. Willst du uns das noch mal genauer erklären? Wir machen zu Hause eine Himmelswiese und wenn man da brav ist, darf man jeden Tag so einen kleinen Strohhalm in die Wiege reinlegen. Ja. Und es kommt jeden Tag ein Englein auf die Wiese. Ja. Und in eurer biblischen Geschichte steht ja auch die Weihnachtsgeschichte drin. Schlagt sie mal auf Seite 130. Da soll sich jeder einmal für sich daheim die Geschichte durchlesen und sie dann hier in der Schule wiedererzählen. Schulkinder lesen als Hausaufgabe die Geschichte von Christi Geburt. Den Ursprung und den Sinn des Weihnachtsfestes sollen sie erfahren und behalten fürs Leben. Schulkinder haben es gehört, oft und oft, und sofern sie schon lesen können, haben sie es sicher in den Zeitschriften gelesen, dass Weihnachten ihr Fest, das Fest der Kinder ist und das Fest, das man vor lauter freudiger Spannung und Neugierde kaum erwarten kann. Vor Weihnachten schauen die Kinder durch Schlüssellöcher, da finden sie Engelshaare, da basteln sie, um den Eltern Freude zu machen, und die Lichter von 1000 Kerzen spiegeln sich in ihren erwartungsvollen Augen. Zu Weihnachten erwarten wir das von den Kindern und die Kinder spielen mit. Damals, und erstaunte Wiederentdecken auch in diesem Jahr, wurde der Christbaum vom Vater bei den Bauern ausgehandelt und selbst im Wald ausgesucht, abgesägt und heimgetragen. Von einem Christbaumpreis zu reden, von Konjunktur und Marktwert in diesem Zusammenhang, wäre absurd. Nicht, dass damals Geld keine Rolle gespielt hätte. Eisenbahnen, lebensgroße Teddybären und elektrisch beleuchtete Puppenstuben, die gab es damals auch, aber dafür hatte das Christkind und später die Eltern kein Geld. Über unerfüllbare Wünsche erfuhr man, dass es Krisen gibt, Kriege, schlechte Zeiten. Man wusste nicht, auch wenn man schon alles besser wusste, warum auf einmal der Schnee auf dem Heimweg, der Garten, das Haus so besonders anheimelt waren. Das ganze Haus war voller Geheimnisse. Jeder hatte sie vor dem anderen, war bedacht, sie zu erfahren, vorzeitig preiszugeben und zu hüten. Alles zugleich. Und das ganze Haus war durchzogen von ungewöhnlichen, aufregenden Gerüchen. Zimt, Anis, Nuss und Vanille. Das Licht aus den Küchenfenstern bis lange nach Mitternacht. Das Hausrezept. In jedem Haus der gleiche, schon im Voraus spürbare Geschmack. Das ganze Haus war voller geheimnisvoller Geräusche, bis spät in die Nacht. Vor vielen Jahren durch Schlüsselloch gesehen, heuer wiederentdeckt, immer noch zu reiten, immer noch leicht reparaturbedürftig, aber nach der vorweihnachtlichen Kur stolz und unvergleichlich schön, das Schaukelpferd. Jetzt lies mal. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jegliches in seines tat. Da machte sich auch
Josef und aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum dass er von dem Hause des Geschlechts David war. Die Weihnachtsgeschichte lesen als Hausaufgabe, das taten wir damals auch. Ein Radio mit Weihnachtsmusik, das hatten wir nicht. Wenn Lichter glänzen und wenn Engelschöre singen, Wünsche werden Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, Weihnachtswerbung, Weihnachtsgratifikation, erhöhter Umsatz, kein Parkplatz, lange Wartezeiten, kurzfristige Kredite, abschreibbare geschäftliche Verpflichtungen und auch noch die liebe Familie. Denken an die anderen. Gutes tun. Christbaumkugeln mit Musik. Ja? Der stillen Nacht, das war ja schon in meiner Kindheit so, geht Geschäftigkeit voraus. Das Geschäft ist größer, die Geschäftigkeit ist lauter geworden. Das Christkind und die Engel sind mit einbezogen. Die Preise sind wie überall mit dem Umsatz ein wenig gestiegen. Rauschgoldengel 40 bis 70 Mark. Ich habe leider keinen gefunden, der ferngesteuert fliegen, stille Nacht singen könnte, vielleicht im nächsten Jahr. Dafür gibt's für alle Fälle sibirische Bären mit eingebauter Spieluhr. Und den guten alten vertrottelten Santa Claus, der mit 6 weißen Rentieren aus Alaska über New Jersey direkt in unsere weiße Weihnacht hineingefahren ist. Wir sind also aufgefordert, von einer weißen Weihnacht, von der stillen Nacht zu träumen. Denkst du, vorher kommen die Verpflichtungen? Die billigste Art, den Weihnachten Verpflichtungen nachzukommen, ist immer noch die Postkarte. Das Lieblingsbuch der Münchner ist heuer ein Band über bayerische Christkindl. Ein Kind ist uns geboren. Und wie jedes Jahr gibt es ein paar wunderbare Bildbände für den Archäologen Mesopotamien, 88 Mark. Und nicht nur für die Sammler von Porzellan, sondern auch sonst für alle Freunde der Kunst, deutsches Porzellan, 148. Für die Freunde moderner Kunst gibt es den Band Glasmalereien aus Jerusalem von Chagall, 125. Und für die Reiter und die Freunde von schönen Gemälden, die schönen Reiterbilder. Knapp 100 Mark. Und etwas ganz Besonderes für Sammler, die flämischen Bildteppiche, 200. 200, 400, 800, 1000. Um alle in der schönen Adventszeit geweckten Wünsche zu erfüllen, ich weiß nicht recht, wie viel man haben müsste. Die Brieftasche, die das ganze Jahr über sowieso immer viel zu leer ist, wird geradezu beschämend rachitisch angesichts der weihnachtlichen Verpflichtungen und des herrlichen weihnachtlichen Angebots. Man ist sich selbst der Nächste, sportlich, dennoch elegant, 51.000. Für die Frau Gemahlin, repräsentativ, schmeichelnd, Breitschwanz mit Zobelbesatz für 12 Mille wirklich geschenkt. Die kleinen Verpflichtungen, die man so hat, gleich weihnachtlich verpackt, mit Tannenzweig und Sternchen. Für den Ältesten kurz vor dem Abitur 12.000. Der gleiche Preis, weniger verkehrsgefährdend, bleibender Wert, bringt garantiert echte Weihnachtsstimmung in das Heim. Schick für den Skiurlaub, nur 26.000. Für Pressefeste oder für Bayreuth für knappe 30.000. Kein Dutzend Geschenk, endlich eines, mit dem man mit einiger Wahrscheinlichkeit gut abschneiden wird vor der ganzen mitschenkenden Konkurrenz. Aber im Ernst, wer kann, der kann. Und wer möchte, der soll.
Der Preisunterschied ist nebensächlich. Dem Weihnachtsmann mit seinen Gaben, dem folgen wir alle willig. Glänzende Kugeln, strahlende Kinderaugen, Kerzen, Silberpapier, ein bisschen Glanz, ein bisschen Ramsch. Christkindlmarkt klingt so viel weihnachtlicher als Supermarkt. Bäckereien, Zwetschgenmandeln, Krippenfiguren. Wir haben keine Zeit mehr, sie selbst zu machen. Warum auch? Wir haben weder Lust dazu, noch könnten wir es. Es gibt sie doch zu kaufen. Und ein bisschen wirkliche Weihnachtsstimmung noch dazu. Zur wirklichen, echten Weihnachtsstimmung werden wir aufgerufen. In den Zeitungen steht es jeden Tag, wir sollen an die Nächsten denken, an die Armen, an die Kranken und an die Waisenkinder. Man lehrt sie Weihnachtslieder singen und ein Krippenspiel aufführen. Der Schein, dort liegt's am Stroh. Da vorn, da sieht man die Mutter. Und daneben steht der Vater. Schaut, wie fromm der Bett. Wie ist das Kind so lieb und fein? Mei, und wie bettelarm das sind. Die wären a Hilf, wohl nötig haben. A warme Decken hab ich braucht, dass die Mutter das Kindl gut einmacht, weil sonst nur länger frieren muss. Und ich bring ihr als ersten Gruß a gute Suppen. Ich hab's beim Trank fest in a warme Hülle eingeschlagen. Es muss a da voll Hunger sein. Ich hab noch Holz, da kommt's in ein. Und ich hab noch Butter. Ich hab Brot. Dann seid's du aus der ersten Not. Und ich steh euch auch nicht zurück. Ich bring ein Ohr, ein Ätzlerstück. Sie kommen wohl dann. Jetzt halt um. Weil es Winter ist. Eng gibt es schon. Vergelt's in Gott, ihr guten Leid. Es gibt da noch eine Barmherzigkeit. Auf der kalten, harten Welt. Und wo es die gibt, da ist es nicht gefällt. Kinder, die nicht von wohlmeinenden Heimleitern, Organisationen oder Paten betreut werden, sondern von liebevollen Eltern, wird heuer zu Weihnachten mehr geboten als je zuvor. Die Puppen können selbstverständlich alle sprechen. Vorausblickende Eltern schenken im Zeitalter der Weltraumfahrten modern und erzieherisch wertvoll. Der Venusmann. Modern ist bei den Erwachsenen und somit auch für die Kinder die Sehnsucht nach anno dazumal 16x20 und in der größeren Ausführung 135 Mark. Für den Bauernsohn den grünen Plan vor Augen, vollautomatischer Traktor, 29 Mark. 195 Mark Go-Kart für unseren kleinen Playboy. Zu Ostern wird man ihm dann eine Piste im Park betonieren. Die vom Fernsehen her bekannten Gesichter aus dem Disneyland, kleine 135 Mark. Gut auch für Erwachsene, die schon alles haben und kindisch werden. Besser noch ein Tintenfisch zum Draufsitzen. Oder Kunstgewerbe. Kunstgewerbe oder Kitsch, wer möchte sich da erlauben, eine Grenze zu bestimmen? Zu Weihnachten sollte man, dürfte man nichts Nützliches schenken. Einfach etwas Originelles, Beziehungsreiches. Etwas, was dem anderen Freude macht. Nussknacker, Knoblauchpresse, Pfeffermühle, afrikanischen Fetisch, lappländischen Holzteller, Lebkuchen in altniederländischer Form. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wirklich Freude zu bereiten. Kitsch und Kunstgewerbe, die reine Dekoration, geht heuer gut. Über schleppendes Geschäft brauchen sich aber auch nicht die Produzenten des weihnachtlichen Lebensmittelkonsums zu beklagen.
Reichlich beschämt denke ich dabei an die Zimtstern- und Lebkuchenherstellung, an die nächtliche Aufregung daheim im Elternhaus. Wir müssen bereits Anfang Oktober anfangen mit dem Backen von Christstollen, um etwa 70.000 Stück fertigzustellen, von denen ein großer Teil nach allen Ländern der Erde geschickt wird und monatelang unterwegs ist. Der Stollen muss, wenn er richtig gebacken ist, bei richtiger Lagerung sich monatelang unverändert frisch halten. Nun wollen Sie sicher auch unser Rezept wissen. Wir rechnen auf 3 große Christstollen, so je 4 Pfund. Rechnen wir 4 Pfund Mehl, 200 Gramm Zucker, 120 Gramm Hefe, 3/4 Liter Milch, 4 Pfund Rosinen oder in Bayern Weinbeeren, 2,5 Pfund Butter, 1/2 Pfund Zitronat, 1/8 Pfund Orangeat und dazu noch 1/8 bittere Mandeln, Zitrone, Vanille und etwas Salz. Da gehört nur noch etwas gutes Gefühl und ein guter Ofen dazu. Haben Sie schon Ihren Stollen verschickt? Nein, Sie haben recht. Stollen eignen sich nicht als persönliches Weihnachtsgeschenk. Zur Betriebsfeier, Weihnachtsfeier des Betriebes als kleine Aufmerksamkeit, das lässt sich noch denken. Persönlicher sind Geschenkkisten, Geschenkkörbe. Von einem Delikatessengeschäft wurden im letzten Jahr 8000 Geschenkkörbe und Kisten versehen mit telefonisch bestellten, herzlich empfundenen Grüßen verkauft. Preishöhe, je nach Freundschaft, Verwandtschaft oder Verpflichtung, wählbar. Lucullus 1 für 211, Lucullus 2 für 285, Lucullus 3 für 575 und kaum mehr hochzustemmen. Also, die längst fällige Entspannung im Leberkurort scheint ja sichergestellt. Weihnachten ist, so ist es Tradition und so steht es ja auch überall zu lesen, das Fest der Familie. Die meisten Familien sind auseinandergesprengt. In vielen sind die Beziehungen zueinander verloren gegangen. Zu Weihnachten aber denkt man aneinander. Neutrale Mittelsperson ist die Post. In diesem Betrieb der Bundespost, der den beinahe unaussprechlichen Namen Zentralpaketumschlagamt München hat, werden vor Weihnachten am Tag durchschnittlich 200.000 Pakete befördert. Das sind, um die Größe des weihnachtlichen Wohlwollens einer Millionenstadt rein räumlich zu demonstrieren, über 100 Güterwagen voll, jeden Tag. Einen Eingang freilassen, an der Schlüssel 3 und 6 wieder abziehen. Schlüssel 3 und 6 wieder abziehen. Vorschläger bitte langholz in die Halle fahren, langholz in die Halle fahren. Auch bei Päckchen, die schon vom Geschäft fertig zusammengestellt sind, kann man noch Verdruss erleben. Wer weiß, vielleicht hat man an der Geschmacksrichtung des Beschenkten weit vorbeigezielt. Viel besser und sicherer ist es, man verschenke Bons, mit denen der Beschenkte tun kann, was er will. Ich möchte gerne einer Bekannten zu Weihnachten so einen Geschenkgutschein kaufen. Sagen Sie, was sind da die Bedingungen dafür? Da können Sie sich von 50 bis 20.000 Mark einen Gutschein ausschreiben lassen. Aha. Da muss dann meine Bekannte im Vorhinein wissen, wo sie hinreist, oder ist das egal? Nein, das ist egal. Da kann sie sich also Pauschalreise oder Einzelreise, Schiff, Bahn oder Flugzeug aussuchen, was sie möchte. Dann was muss sie tun, wenn sie den Gutschein einlösen möchte? Dann kommt sie. Also zwischen 50 Mark und 20.000 Mark. Warum gilt es bloß als unschön, einfach Geld zu schenken? Ich persönlich hätte nichts dagegen. Garantiert gedeckter Barscheck 20.000 unter dem Weihnachtsbaum. Aber das wird wohl niemand tun, denn noch ist es nicht üblich geworden. Einen Gutschein für Essen und 2 Maß Bier, nebst einer Tüte Weihnachtsgebäck und den vom Chef persönlich unterschriebenen Wünschen der Direktion. Das sind so die üblichen Geschenke bei den Weihnachtsfeiern der Betriebe. Wir feiern eine Weihnacht, eine Familienweihnacht. Eine Familienweihnacht in unserer Firma. So. Jetzt sind wir alle beisammen. Aus Deutschland, aus Griechenland und unsere Spanierinnen. Wir sind gekommen,
um nach einem Jahr harter Arbeit in Ruhe Weihnachten zu feiern. Wie man bei uns in aller Stille und Beschaulichkeit die Weihnacht feiert, muss hier verdolmetscht werden. Die Arbeiterinnen aus Spanien verstehen noch nicht so recht, was da um sie herum geschieht. Ihr musikalischer Beitrag zu der Feier klingt fröhlich, unsentimental und darum gar nicht weihnachtlich. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lleva una rosa. Gastarbeiterinnen aus Spanien und aus Griechenland, Kisten aus Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei. Polen, Rumänien, Jugoslawien und Ungarn sandten uns dieses Jahr 400.000 Kilo Weihnachtsgänse, die hier auf Abruf für die schöne Weihnachtszeit lagern. Das ganze Frau, was hätten Sie denn gern, ging es her? Sie kriegen mit Jung und kriegen ohne Jung, ging es her, Herr Nachbar. Schauen Sie es an, auch ganz was Schönes. Sie kriegen's auch für das deutsche Jung. Weihnachtsmahl reicht die Produktion der deutschen Landwirtschaft schon längst nicht mehr aus. Und alles frisch geschlachtet. Sind keine gefrorene Gänse, Frau. Ganz was Schönes. Gänse, Enten, Schweinebraten, Karpfen blau oder paniert herausgebacken. Das deutsche Weihnachtsmenü ist üppig und ist das schwer ist verdaulich. Den müssen Sie nehmen, ne? So. 2 Pfund und 150 Gramm, da haben Sie einen schönen Weihnachtskarpfen. Die angegriffenen Magennerven müssen wieder stimuliert werden. Scharfe Getränke, Wodka oder Whisky gehören zu den beliebtesten, den häufigsten Weihnachtsgeschenken. Wenn man hierzulande Feste feiert, dann braucht man etwas zu trinken. Undenkbar, dass wir, gehetzt, abgearbeitet, wie wir sind, auch ohne Alkohol in Stimmung kämen. Um eine festliche Stimmung zu erreichen, benötigt man hierzulande mehr und mehr den Sekt. Allein eine Münchner Sektkellerei muss in der vorweihnachtlichen Zeit täglich 35.000 Sektflaschen zukorken und verschicken. Hat man also das dritte oder vierte Gläschen Sekt getrunken, die Langspielplatte mit den Weihnachtsliedern aufgelegt, dann fehlt noch eines für das festlich hochgestimmte Gemüt, der warme Schein der Kerzen. Gedrehte, gegossene, gezogene Kerzen mit bemalten Wappen und barock geformten Ornamenten, Kerzen für die heimischen Kirchenleuchter in der Bücherecke, den Cognac-Schwenkern an der Bar, Kerzen auf dem Christbaum, auf dem Nachttisch, und Kerzenschimmer aus dem Fernsehapparat. Man kann sich beglückwünschen, ein frohes Fest. Man hat zwar das ganze Geld und noch mehr ausgegeben, man ist selbstverständlich deswegen nicht pleite, auch nach Weihnachten geht das Leben weiter. Man hat also viel Geld ausgegeben, sich die Beine abgelaufen, sich in den Geschäften herumgestoßen, geärgert, telefoniert, bestellt, verschickt und in alle Richtungen so viel Gutes, Segensreiches und Frohes gewünscht, bis einem selbst zuletzt ganz und gar nicht mehr gut und froh zumute war. Aber man hat gut gegessen, Sekt getrunken, Geschenke bekommen, man hat Kerzenschimmer und weihnachtlichen Gesang, man ist festlich gestimmt und sogar ein bisschen gerührt. Nur eines hat man vergessen. Die Hausaufgabe, die man damals als Kind bekommen hatte und die man gelernt hatte, um sie sich zu merken fürs ganze Leben. Naja, bei aller Festlichkeit von Weihnachten weiß man nichts mehr.